The Monthly Dividend Company. Diesen Namen ließ sich das Unternehmen Realty Income geben und rechtlich schützen und beschreibt die spannende Dividendenpolitik des Unternehmens. Statt jährlich oder quartalsweise will Realty Income monatlich Dividenden ausschütten und tut dies auch bereits seit über 662 Monaten erfolgreich. Das Ziel ist es, verlässliche monatliche Dividenden auszuschütten, die zusätzlich im Zeitverlauf gesteigert werden. Dabei sollen die Dividenden aus langfristigen Pachtverträgen aus über 11.700 Immobilien weltweit getragen werden. Aus diesen Gründen ist Realty Income für viele ein attraktives Investment, um sich ein monatliches Einkommen über die Börse aufzubauen. Und mit diesen Worten sage ich herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ein Unternehmen im Fokus ist. Diesmal schauen wir uns Realty Income, einer der größten Real Estate Investment Trusts, also REITs, genauer an. Dafür folgt zunächst mal ein kleiner Überblick des Unternehmens. Das Unternehmen heißt Realty Income Corporation, hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien und das Gründungsjahr war 1969. Die WKN seht ihr hier einmal eingeblendet. Im Hinblick des Sektors habe ich jetzt hier einmal die 11 Sektoren nach dem GIX eingeblendet. Und es kann gesagt werden, dass Realty Income ganz klar dem Real Estate Sektor zugeordnet wird und genauer gesagt der Industrie der Immobiliengesellschaften. Der CEO ist Sumit Roy und den seht ihr hier einmal eingeblendet. Kommen wir nur noch zum Factsheet des Unternehmens. Alle Angaben sind hier in Millionen US-Dollar. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 43,6 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz im Jahr 2021 war 2,08 Milliarden US-Dollar. Das EBIT betrug im Jahr 2021 952 und damit hatte das Unternehmen eine operative Marge von 45,7%. Schließlich dann ein Net Income von 359 und ein FFO, was vor allem bei den REITs besonders interessant ist. Hier hatte das Unternehmen 1,24 Milliarden US-Dollar und ein Adjusted FFO von 1,489 Milliarden US-Dollar. Realty Income bezahlt außerdem eine Dividende von 2,85 US-Dollar und hat damit eine Dividendenrendite von 3,97%. Alle weiteren aktuellen Zahlen für das Q3 2022 seht ihr hier rechts einmal eingeblendet. Wie eben erwähnt, erfolgte die Gründung von Realty Income im Jahre 1969 durch das Ehepaar William und Joan Clark, die wir hier einmal eingeblendet sehen. Die Vision war schon damals, den Shareholdern eine monatliche Dividende zu bescheren, die mit der Zeit wächst. Die erste Akquisition war eine Taco Bell Immobilie. Der Börsengang erfolgte 1994 und im Jahr 2007 wurden sie bereits in den S&P Midcap Index aufgenommen. 2015 erfolgte schließlich die Aufnahme in den S&P 500 und S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Nach 50 Jahren an Dividendenausschüttung war der Einzug in den S&P 500 Dividend Aristocrats Index im Jahr 2020 gesetzt. Doch wie genau sieht der Immobilienmarkt aus und was ist das Geschäftsmodell? Grundsätzlich ist die Leasingbranche, vor allem in den USA, unglaublich zerrüttet. Realty Income versucht hier durch gezielte Käufe und das sogenannte Sale and Lease Back Geschäft immer mehr zu wachsen und den Markt zu konsolidieren. Dies geschieht vor allem aus dem Grund, dass man Größe und Skalierung als klaren Wettbewerbsvorteil in diesem Markt sieht. Der Markt in den USA wird dabei auf 4 Billionen und in Europa auf 9 Billionen geschätzt. Insgesamt sieht man hier durch zahlreiche Möglichkeiten und eine geringe Marktsättigung reichlich Spielraum für Wachstum. Wie eben erwähnt, spielt das sogenannte Sale and Lease Back Geschäft eine wichtige Rolle bei Realty Income. Doch was genau bedeutet das? Hierbei werden unter anderem Immobilien des Anlagevermögens eines Unternehmens an den Leasinggeber veräußert und vertraglich festgehalten, dass der Leasinggeber das Objekt zur weiteren Nutzung an das Unternehmen vermietet. Das Ganze hat Vorteile für beide Seiten. Als Beispiel, wenn ein Unternehmen wie Walmart ein Objekt veräußern möchte, dann kann hier Realty Income als Käufer auftreten und das Objekt kaufen. Dadurch kann Walmart seine Bilanz verschlanken und Kapital für sein operatives Geschäft oder zur Schuldenreduktion freisetzen. Realty Income hingegen profitiert bei einem anschließenden Vertragsabschluss von monatlichen Mieteinnahmen. Realty Income fokussiert sich dabei auf den Erwerb von freistehenden Einzelhandelsimmobilien. Zusätzlich hat das Unternehmen den Fokus auf Blue Chips, also qualitativ hochwertige und bekannte Unternehmen, die meist führend in ihrer Branche sind. Der Zielmarkt ist dementsprechend firmeneigene Immobilien von Unternehmen aus dem S&P 500 oder aber auch aus dem FTSE Russell 3000 und wie wir hier sehen mit einem Potenzial von 1,5 Billionen und 500 Milliarden US-Dollar. Zurzeit sieht das Portfolio von Realty Income wie folgt aus. Der Fokus liegt hier ganz klar auf dem Einzelhandel mit 84,6%. 13,9% der Objekte werden an Kunden aus der Industrie vermietet.
Die Top 20 Kunden sehen wir einmal links eingeblendet. Hier sind zahlreiche bekannte Unternehmen wie Dollar General, Walgreens, 7-Eleven, Walmart, The Home Depot, Kroger, FedEx und viele weitere vertreten. Was mir hier gut gefällt, ist, dass das Portfolio sehr diversifiziert ist. Der größte Kunde von Realty Income ist gerade einmal für unter 5% der Mieten verantwortlich. Außerdem hat man einen guten Mix aus Grocery, Convenience, Dollar- und Drugstores sowie Quick-Service-Restaurants. Was mir auch gut gefällt, ist, dass man seit 2019 angefangen hat, sich auf weiteren Märkten abseits der USA umzuschauen. Hier konnte man beispielsweise durch einen Zukauf bzw. Merger von Variety vor allem in UK und Kontinentaleuropa deutlich dazu gewinnen. Hier sehen wir einmal das Portfolio von Europa, wobei hier auch bekannte Unternehmen wie Sainsbury, Tesco oder Carrefour vertreten sind. Die passende Aufteilung des Portfolios nach Industrien sehen wir hier rechts einmal. Insgesamt konnte man seit der Expandierung des Geschäfts nach Europa 6,4 Milliarden US-Dollar bzw. in 255 Objekte investieren. Hier hat man langfristige Verträge mit den Kunden abgeschlossen, die rund 10 Jahre Laufzeit haben. Was Realty Income dazu bewegt hat, zu expandieren, sehen wir hier einmal aufgelistet. Man hat im Vereinigten Königreich eine hohe Bevölkerungsdichte, die auf ein begrenztes Einzelhandelsangebot trifft. Hier kontrollieren beispielsweise 4 große Lebensmitteleinzelhändler 65% des Marktes, wodurch sich Realty Income mit weniger Vertragspartnern auseinandersetzen muss und trotzdem eine hohe Marktdurchdringung hat. Was außerdem noch interessant ist, ist, wie die Belegschaft der Objekte von Realty Income im Zeitverlauf gewesen ist. Das sehen wir hier in der Grafik ganz gut. Man ist tatsächlich nie unter die Marke von 96% gekommen, was schon ein extrem starker Wert ist. Der niedrigste Wert lag im Jahr 2010 mit 96,6% und der höchste im Jahr 1998 mit 99,5%. Und damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Mich würde interessieren, was du von Realty Income hältst und ob du die Aktien des Unternehmens im Depot hast. Schreib mir das gerne in die Kommentare, das würde mich echt wahnsinnig interessieren. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, falls dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like dafür da. Und falls du keine weiteren Videos zum Thema Finanzen oder zu aktuellen Quartalszahlen verpassen willst, dann lass auch gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. So bekommst du direkt mit, wenn ich ein Video online gestellt habe. Und falls du jetzt noch sehen willst, wie die Quartalszahlen von Unilever ausgefallen sind, dann klick gerne hier auf das Video. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.